Wir töten ihn mit Brot. Er hat es verdient, mit Brot zu sterben. Lauf nicht weg, ich will dein Brot. Drop the bass. Yo Leute, euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder eine Runde Jump League und ja, wir versuchen mal hier irgendwas mit einer Challenge zu machen. Und zwar, sieht das gerade hier so voll cool aus, findet ihr nicht? Und zwar, ja, die Challenge heute ist, wir wollen versuchen, als erstes das, Jump'n'Run zu schaffen. Das heißt, also hier, das, was wir jetzt gerade machen, Jump League besteht ja, erstmal aus einem Jump'n'Run. Und, anschließend dann auch aus einer PvP-Szene. Und ja, wir wollen halt, heute versuchen, das Jump'n'Run als erstes zu schaffen, damit auch die Dia-Schuhe abzustauben, so guten Stuff wie möglich zu bekommen und, dann letztendlich auch in der PvP-Zeit mit 3 Leben gewinnen. So, das ist die Challenge. Also mal gucken, wir haben uns das vorgenommen. Ne? Wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber wir geben wie immer unser Bestes und sind auch bis jetzt schon auf dem ersten Platz. Und wir müssen das wirklich schaffen. Wir müssen nicht nur als erstes bzw. am weitesten sein, sondern halt auch ans Ziel kommen. Ne? Das heißt, wir haben 7 Minuten Zeit, jetzt ans Ziel zu kommen. Wenn wir länger dafür brauchen, ist es halt so, ne? So ist das Spiel, das wir heute spielen. Und ja, mal gucken, ob wir das Ganze auch schaffen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Das können wir noch wegschmeißen und sonst war da nichts mehr in der Kiste. So, jetzt springen wir weiter, haben es auch schon geschafft und sind beim nächsten Checkpoint, Leute. Also bis jetzt läuft es wirklich gut, das muss ich sagen. Auch die Gegner, die sind, glaube ich, nicht mal beim ersten Checkpoint, so wie es aussieht. Oder doch, vielleicht beim ersten, aber viel weiter auch nicht. Und, es wurde ja auch ein kleines Update hinzugefügt, so wie ich das verstanden habe. Und zwar ist es jetzt so, dass wenn man einen aus der Runde rausschmeißt, sag ich mal, das heißt also, wenn einer alle 3 Leben verloren hat und man den letzten Kill macht, das heißt also, er ist schon 2-mal gestorben und, ihr tötet ihn dann zum 3. Mal. Habt ihr die Chance, beziehungsweise dürft, ich glaube, 3 Sachen aus seinem Inventar holen. Und da ist schon der erste geleftet. Ich finde es echt schade, dass immer so viel aus den Runden leften. Das, ist nicht so cool, finde ich. So, wir haben Unlocky. Okay, aber nur Übelkeit. Das heißt, wir werden nicht langsamer und können somit weiterspringen. So, ein Steinschwert. Sehr, sehr schön, Leute. Das heißt, unser Goldschwert können wir auch wegschmeißen. Das hatten wir schon, genau. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Checkpoint. So, bis jetzt läuft's. Bis jetzt kamen wirklich nur Sprünge dran, die ich auch gut finde. Und wir haben einen dermaßen großen Vorsprung. Das ist echt krass. So. Erstmal müssen wir jetzt hier diesen Checkpoint schaffen. Der ist auch nicht so schwer. Deswegen frage ich mich, warum ich gerade am Anfang so früh oder so oft gestorben bin. Also jetzt gerade die ganze Zeit. So. Oh, da sind schon 2 weitere Leute geleftet. Finde ich echt wirklich schade. Also, ich finde, wenn man schwierigere Jump'n'Runs macht, übt man auch besser. Dann kommen einem die leichten Jump'n'Runs noch leichter vor. Und da ist schon der nächste geleftet. Leute, was ist denn los mit denen? Aber das beeinflusst sich ja nicht, ne? Das heißt, ich habe wirklich jetzt nur diese Challenge gesetzt und wenn die Leute meinen zu leften, dann ist das halt so. Alter! Noch einer ist geleftet. Das ist doch keine Runde, Mensch. So, okay, jetzt können wir uns noch 2 davon geben. Komm. Okay, ne, leider kein Level geschafft. Aber es geht weiter. So, wir sind schon bei Checkpoint 8 von 10. Und die Runde geht wirklich ab, Alter. Das muss man sagen. Ah, da stand nur Blindheit und ich dachte, ich hätte wirklich nur Blindheit. Aber ich habe ja noch Verlangsamung bekommen. Oh, und jetzt kam auch die normale Schnelligkeit wieder zu spät. Okay, so, da müssen wir höher drauf springen, damit wir auch wirklich auf dem Block, also in dem Wasser bleiben. Diese Zäune. Ja, da bin ich schon längst vorbei, Mensch. So, und wir können enchanten. Sehr, sehr schön, Leute.
Wir können enchanten. Wir haben ein Level und können enchanten. So, welchen Weg gehen wir? Ich gehe immer lieber den Weg hier. Okay, haben wir jetzt leider nicht geschafft. Bevor ich ins Ziel laufe, werde ich natürlich noch enchanten. Das ist nicht... das wird nicht die Frage sein. Also, ich gehe nicht erstmal ins Ziel und enchante dann später auf der Map. Ich mache das erstmal mit dem Enchanten und gehe dann ins Ziel. Ach Mann, komm schon. Damit... Alter, was ist denn los? Damit ich halt wirklich keine Zeit verliere später. Beziehungsweise getötet werden könnte von hinten oder sonst was. So. Ich würde schon sagen, so schwer sind die Sprünge doch gar nicht. So, und wir haben leider nur einen Eisenbarren. Schade. Aber wir können jetzt enchanten, oder? Genau. So, das machen wir auch direkt. Schärfe. Pfeile haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen unseren Bogen nicht enchanten. Ah, wir haben sowieso gar keine Level mehr. Ich wollte jetzt noch mehr enchanten, aber wir haben gar keine Level mehr. Und da sind auch schon unsere Dia-Schuhe. Sehr, sehr schön. Und ein enchantetes Steinschwert, das läuft auf jeden Fall. Also, so die Map kennen wir alle. Auch. So, komm. Du wirst mein erster Kill sein. Irgendwie... Alter, Alter, Alter. Ich habe hier auf dem Server eine komplett andere Range als auf anderen deutschen Servern, ist mir so aufgefallen. Keine Ahnung, wo der gehostet wird oder woran es liegt. Aber es ist so. Ich habe hier auch einen viel schlechteren Ping zu dem Server. Leider. So, da ist der erste tot. Jetzt können wir uns schön was essen gehen. Wir dürfen nicht sterben, Leute. Jetzt müssen wir den nächsten Gegner suchen. Der ist irgendwo da unten. Ja gut, dann müssen wir da runterlaufen. Runterspringen könnte ich jetzt nur durchs Wasser, aber das ist sowieso auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen so oder so rüberlaufen. Wo ist denn der Name hier? Der war doch hier gerade irgendwo. Ah, da. Okay, komm. Komm, komm, komm. Oh, das war knapp. Das war sogar knapp. Weil beide kamen. Wurde das schon noch ein bisschen knapp, aber die haben halt logischerweise gar keine Chance gegen mich. Ich habe enchantete Sachen, was sollen die machen? So, da ist der nächste down. Und jetzt dürfen wir uns drei Sachen hier rausnehmen. Natürlich brauche ich nicht, ich nehme was essen und keine Ahnung was, ich brauche nicht mehr. Und da hinten ist schon der letzte. Und ja, keine Ahnung, was der jetzt noch versucht, aber er ist nicht gestorben. Das heißt, ich sterbe auch nicht. Also wir töten ihn jetzt nochmal mit TNT, Leute. Lauf rein. Schade. Wir töten ihn mit Brot. Er hat es verdient, mit Brot zu sterben. Lauf nicht weg. Ich will dein Brot. Tot. Oh. Sehr, sehr schlechter Tod. Gut. JJ, Leute, die Runde haben wir gewonnen. Ohne einmal gestorben zu sein, also die Challenge ist geschafft, würde ich sagen. Und ja, war jetzt schade, dass wirklich so viele geleftet sind, aber was soll man machen, da kann ich halt nichts für. Und ich finde es immer schade. Also Leute, falls ihr das Video seht, leftet nicht, wenn das Jump'n'Run so schwer ist oder so, dann versucht's einfach, Leute, weil man übt da wirklich viel besser und das bringt euch was, glaubt mir. So, glaubt mir wirklich, so habe ich auch geübt und ja. Deswegen, Leute, also ich würde mich sehr freuen, falls ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Einfach mal positiv bewerten. Würde mich sehr freuen. Vielleicht schaffen wir 200 Likes. Das wär richtig cool, Leute, wenn wir 200 Likes schaffen. Für so eine Runde. Und falls ihr mehr Specials wollt, beziehungsweise, ja, irgendwie Challenges kann man ja nicht so wirklich machen, denke ich mal. Ihr könnt ja auch Challenges oder irgendwie sowas nach dem Motto, was ich jetzt gemacht habe, in die Kommentare schreiben. Ja, falls ihr mehr wollt, wie gesagt, liken, über 200 Likes würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Riesig würde ich mich darüber freuen. Und ja, hier ist mein schönes Optifine Cape. Und ja, Leute, also wie gesagt, checkt auch außerdem noch die Links in der Beschreibung ab. Dort ist einmal MMOGA in der ersten Zeile verlinkt. Dann ist da noch mein Equipment verlinkt. Und Instagram und Twitter und AskFM und alles weitere mögliche. Und so weiter und so fort, Leute. Haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis morgen, euer Beats.